Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider: The Angel of Darkness. Wir sind beim letzten Mal hier rausgegangen aus dem Louvre, aufs Dach irgendwie, und versuchen derzeit ein bisschen hier herumzuklettern, wenn Lara denn mal wieder in die Richtung gehen möchte, in die sie gehen soll. Genau, da sind wir irgendwann letztes Mal runtergefallen. Und bevor das passiert, ziehen wir uns gleich mal wieder hoch. Ich weiß halt nicht, ob sie hier. Gehst du hier an die Wand ran? Nee, das macht sie irgendwie nicht mehr so gerne. Oder nur, wenn wirklich ein Gegner in der Gegend ist. Keine Ahnung. Oder ich habe den Move irgendwie nicht kapiert. So, wir gehen gleich nochmal hoch. So, hier bitte hoch. Genau, das macht sie irgendwie nicht. Deswegen einmal nach links und dann hier hoch. Okay, weil da so ein kleiner Vorsprung ist. Kapiert. Wir speichern nochmal. So, dann kannst du jetzt wieder runtergehen und weiter. Nach rechts klappt irgendwie viel besser als nach links. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So, und irgendwo hier. Ah, da ist dann das Kabel. Kannst du da jetzt schon ran? Ja, kann sie. Okay. Dann bitte einmal umdrehen und weiter, 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 weiter. Oh Gott, ich hoffe, das war nicht zu früh. Ich hoffe, sie schafft das. Come on, Lara. Du schaffst es. Oh nein, es war zu früh. Oh oh, das wird nix. Scheiße. Scheiße, Lara. Wieso? Wieso? Wieso habe ich das zu früh gemacht? Ja. Okay. So, dann jetzt probieren wir es jetzt ein bisschen besser zu machen. Dann muss ich aber noch weiter da um die Ecke, ne? Gleich ändert sich die Kamera und dann, ja, sollte ich noch zu diesem Vorsprung da, genau. Ich hoffe, du kannst da um die Ecke und kannst dann da hoch, genau. So, jetzt. Gut, dann gehst du ein paar Schritte vorwärts. Und dann probieren wir es nochmal, ne? Dann gehst du noch einen Schritt. Okay, oder gehst halt hier noch einen Schritt hin. So wie es dir passt, ne, Lara? Aber du musst da schon dran. Okay, das heißt, ich muss. Vielleicht hätte ich mich dann hier einfach fallen lassen müssen. Weil sie will da jetzt nicht dran, ne? Doch, okay, jetzt willst du dran. Dann schnell, schnell, schnell. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht jetzt. Aber sie ist schon schneller, glaube ich, als beim ersten Mal. Okay. Ja, das sollte reichen. You are stronger. Woohoo. Cause I'm stronger than yesterday. Okay. So, und jetzt. Und jetzt soll ich da um die Ecke und dann weiter? Ich kann auch keine andere Kameraeinstellung vornehmen. Ja, kommst du da? Kannst du da weiter? Ja, kann sie. Okay. Oh Gott. Es war ein bisschen dumm. Okay. Ich gehe mal ein Stückchen hier ja, da lang. So. So geht das und so geht das. Wunderbärchen. Und ich habe vorhin mal gesehen, dass wir jetzt 70 Abonnenten sind. Oder ich 70 Abonnenten habe. Ja, freut mich. Für alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Und ich hoffe, ihr genießt die Videos. So, bam. Ach so, sie macht das mit ihrem Brecheisen, das sie noch hat. Okay. Was machen wir hier? Wir gehen wohl da durch. Ich gehe aber noch vorher einmal da hinten hin. Huch, kannst du da noch mal raus, bitte? Um zu schauen, ob da noch mal was war. Ach so, und wir könnten jetzt hier auch runter mit der Leiter, ne? Weil da unten ist da noch irgendwas. Ist da eine Tür hier unten? Ich sehe das so nicht.
Hier unten, nee, scheint nichts zu sein. Okay, gut, dann machen wir einfach mal weiter. Vielleicht wäre da unten noch ein Goodie oder so, aber pff, ich habe da jetzt nicht so Lust drauf, ne, runterzugehen. Okay, ich denke, wir gehen einfach hier rein, auch wenn ich nicht sehe, was da noch an den Seiten ist. So, dann kannst du hier dich umdrehen und runter. So, sehr gut. Und ach so, hier kannst du stehen. Wunderbar. Okay, und es wird neu geladen. Dann speichern wir noch mal hier. Und okay, lassen dich da mal so runter. Wir wollen ja, hallo, wir wollen ja vorsichtig sein. Wenn du dich mal umdrehen kannst und dann. Ach, Lara, okay, ich glaube, es geht auch, wenn du vorwärts stehst, ne? Oder halt so. Geht auch. Mach einfach, wie dir es am besten passt. Ist ja nicht so, dass ich dich steuere. Zumindest, ja, nur bedingt gefühlt. So, und hier müssen wir nichts machen. Kommen wir einfach so raus anscheinend. Und sonst ist hier nichts in der Ecke. Nee, okay. Das ist einfach nur unser Ausgangspunkt anscheinend. So, was wartet jetzt hier auf uns? Da ist ein mal wieder was mit einer Keykarte und wir können nicht rein. Das heißt, wir haben immer noch nicht die richtige Karte. Ich schieß einfach mal auf dich, Junge. Hallöchen. Okay, ich sollte die Waffe wechseln. Da haben wir nichts. Da haben wir jetzt auch nichts mehr. Okay, und da sollten wir was haben. Hoffentlich. Okay. Oh, er schockt mich. Er hat. Okay, wow. Du hast einen Elektroschocker und unsere Health sollten wir auch mal wieder auffüllen, ne? Okay. Und wir haben 600 €. Und wir speichern nochmal. Ja, wir haben trotzdem 600 €, obwohl wir 200 € ausgegeben haben bei dem Boxkampf, bei der Wette. So, können wir hier rein? Ja, tatsächlich. Okay, Büros. Oder, naja, nicht wirklich Büros, ne? Irgendwie, weiß nicht, wie nennt man das? Ja, halbwegs Büro und ein bisschen Kreativwerkstatt. Naja, das heißt sicher irgendwie, hat bestimmt irgendeinen Namen im Museum. Kenne mich da jetzt wirklich überhaupt nicht aus, was so was das angeht. Aha. Aha. Kann der Computer hier irgendwas Tolles aufzeichnen oder was ist das? Da liegt aber was drin, ne? Was ist das? Sind das Gasmasken? It won't open. Das sind Gasmasken. Respirateur di disponible seulement en cas d'urgence. Ja, also gut, so halbwegs habe ich es verstanden. Im Notfall benutzt die Dinger. Aber es geht nicht auf. Ach so, hier restaurieren sie das, ne? Die Gemälde vielleicht. Huch, war da gerade eine Hand? Konnte ich da gerade noch was machen? Oder habe ich mir das eingebildet? Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Okay. Und sonst hier, warte, warte, warte. Ich wollte noch mal hier zum Dings, weil die orangenen Ordner irgendwie so interessant aussahen. Aber anscheinend doch nicht. Oder Bücher. So, da war sonst nichts mehr, ne? Dann gehen wir in die nächste Tür rein. Da ist ein Typi. Hallo Typi. Siehst du mich? Hey. Hey. Oh wow. Ich habe den mit einem Schuss erwischt. Okay. Und wir haben wieder eine Waffe oder Muni für irgendwas. Ich weiß nicht, welche Pistole welche ist. Ist mir eigentlich auch relativ egal, solange wir Munition haben und irgendeine nutzen können. Ah, okay. Was gucken wir jetzt an?
Irgendwas, wo es nach oben, nach unten geht. Da ist ein Lüftungsschacht. Da geht es weiter nach unten. Okay, ich lasse das mal so. Soll ich da irgendwas noch machen? Okay, wir können zoomen. Und so können wir rauszoomen. Soll ich hier irgendwas erkennen? Wüsste halt nicht was. Okay. Ich meine, schön, dass ich so weit ranzoomen kann mit der Kamera hier. Jetzt ist doch nur ein normales Exit sein. Da ist auch nichts. Okay. Was soll ich hier machen? Seht ihr hier irgendwas? Nicht, dass ihr mir jetzt antworten könntet, aber ich sehe da nichts. Ich sehe hier nichts Besonderes. Gut, aber dann würde ich sagen, zoomen wir so ein bisschen rein auf die Tür. Ist da sonst irgendwas an der Tür? Irgendwas Besonderes? Ich meine, da sind irgendwelche Panels. Hier ist ein Schalter. Aber sonst, keine Ahnung, wir lassen das mal so. Oder, okay, so komme ich wieder raus. Joa. Interessant. Ich werde hoffentlich noch rausfinden, was ich da zu tun habe. War da gerade, konnte ich da nochmal woanders was machen? Hier? Ist das was anderes? Ah, ja, das ist was anderes. Kann ich da auch zoomen? Ja, da kann ich auch zoomen. Was gibt es bei dir so Interessantes? Ich weiß nicht. Soll ich da so weit ranzoomen überhaupt? Das finde ich nicht so sinnvoll. Sonst ist doch hier auch nichts Interessantes, oder? Ich weiß immer nicht, wie ich da jetzt rausgehen soll, aber wir machen es einfach mal so. So, hier können wir auch noch ran. Well, Ah. Mademoiselle keeps a tidy office. Ach, das wollten wir sicher sehen. Okay. Da lohnt es sich wahrscheinlich schon ran zu zoomen. Da steht nämlich 14639. Das schreiben wir mal lieber auf, denn wir sind vergesslich. AKA ich bin vergesslich. 14639. Okay. Da hat sich das Ranzoomen gelohnt. Vielen Dank. Okay, dann gehe ich mal wieder raus hier. So, was gibt es hier sonst so Schönes bei euch auf dem Schreibtisch? Und bei den Servern? Wahrscheinlich nicht so viel. Okay, und die Uhrzeit, das ist wahrscheinlich jetzt abends 21:30. Ah, okay. Müssen wir gleich eingeben, dann können wir es gar nicht vergessen. 1, 4, 6, 3, 9. Yes. Ach so, wir sind jetzt hier drin. Ist auch super. Ist immer gut, wenn man sich den Code oder das Passwort am Computer festklebt und da noch eine Kamera drauf gerichtet ist. So, jetzt erwarte ich hier aber auch was, ne? Ich will, dass hier ein bisschen was bei rumkommt. The five obscure engravings. Ah, details about the obscure engravings. It says here that all five contain encrypted maps of a painting's secret location. Now that could be useful. Okay, hast du es aufgeschrieben in deinem Notizbuch? Obscure paintings. There's information here on the obscure paintings. It says there were five images painted on thick wooden bases, like Russian icons, I guess. They were created by the black alchemist Peter van Eckhart in the 1300s or 1400s. Together, the five paintings hide something called the Sanglif, or the blood sign. I wonder what that does. The paintings were seized by the Lux Veritatis from Eckhart and painted over with religious imagery.
I wonder who the Lux Veritatis were. It says each painting has a metallic symbol of power built into it. So that's why Eckhart wants the paintings. Okay. Das heißt, der Eckhart ist ein Nachfahre von dem anderen Eckhart, der die gemalt hat, oder wie? Ja, gut. Brother Obscura. Here's information on the artist who painted over the original images. Brother Obscura. It says he was ordered to disguise the Black Alchemist paintings with religious imagery. Then the paintings were hidden. He made secret copies of the paintings, sketches, and hid them too. They became known as the Obscura engravings. Okay. So, wir brauchen auch immer noch die... Wir brauchen doch die Karte hier, die Security Card. Wo hat sie die denn versteckt? Wo hast du die, meine Liebe? Ich brauche das. Ich brauche deine Karte. So, oder konnte ich hier noch mal ran? Da konnte ich ran. Ah, okay. Ich glaube, die Infos haben wir jetzt alle bekommen. This is the security pass I need. Yes, awesome. So, kann ich noch mal ran? Ja, aber dann kriege ich nichts mehr sicher. Gut. Ja, aber eigentlich ein schickes Office hier mit so einem schönen Fenster, aus dem sie dann runter gucken kann auf die Galerie oder so. Das ist doch ganz nice. Na dann, zücken wir mal unseren Pass und gehen damit überall hin, wo wir in der letzten Folge nicht reingekommen sind. Hallo, hat es funktioniert? Ja, danke. So, ach so, da hatten wir gerade reingeguckt mit der Kamera. Nein. Nicht wieder hoch. Einfach nur runter um die Ecke. So, und weiter runter. Ja, es ist relativ sensibel hier mit dem Joystick zu arbeiten. So. Da geht's lang und da geht's lang. Ja, wo gehen wir denn hin? Links oder rechts? Da können wir gar nicht rein. Okay. Dann gehen wir wohl hier lang. Hey, vous, pris un geste. Yes, pris un geste. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber pris un geste. Irgendwie ist die Pistole ganz schön laut, die ich jetzt habe. Aber egal, hört mich ja keiner. So, dein Körper ist weg und wir gehen einfach weiter. Okay, vielleicht speichere ich auch mal wieder. Danke, dass gerade so ein Screen da war, der mich dazu ein bisschen inspiriert hat, mal wieder zu speichern. Ich meine, ich tue das oft genug, aber jetzt nach den Infos und so, das wollen wir ja nicht nochmal hören müssen. Ich weiß nicht, ob ich... War... Achso, die waren jetzt ja noch an. Nee, ich will ja nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen durch die zwei Räume da zu der Tür, wo wir nicht strong enough waren. Nee, das mache ich aber nicht. Vielleicht ist das nur ein Goodies-Raum und ich könnte da wirklich zurück, wenn ich die ganzen Laser nochmal umgehe. Aber zu viel Aufwand. Zu viel Aufwand, Leute. Oder ich komme hier nochmal durch, irgendwie. Okay, da stehen so ein paar Pläne. Hey, vous, pris un geste. Pris un geste, ja. Wo bist du? Nicht da? Dann bist du wahrscheinlich da. So, ich wollte mir doch das hier nur angucken, mein Lieber. Ich bin doch nur Tourist. Ein bisschen spät dran vielleicht am Abend, aber ja, ich habe mich einfach einsperren lassen. Ich war noch so lange auf dem Klo
und bin einfach drin geblieben. Okay, das sieht besonders aus hier, dieses Buch. Aber ist euch das schon mal wirklich passiert, dass ihr irgendwo eingeschlossen wurdet nach Ladenschluss oder so? Oder dass ihr das mit Absicht gemacht habt? Oder dass das eure Fantasie ist? Fände ich ja mal interessant zu wissen. Und wieso bringt mir dieser Raum hier nichts? Der ist nur schön anzusehen. Also, ich meine, ich glaube, in Serien und so kommt sowas ja auch mal vor, dass man eingeschlossen wurde nach Ladenschluss. Und ich finde das witzig, irgendwie sich zu überlegen, was man dann machen würde im Laden. Aber sonst, ja, habe ich da nie weiter drüber nachgedacht oder das nie machen wollen. So, wo sind wir jetzt? Das sieht nicht mehr so nach offiziellem Museumsteil aus hier. Da ist nichts, okay. Ist hoffentlich auf der anderen Seite mehr. Achso, da geht's weiter runter, okay. Was ist hier so? Gar nichts. Es gibt viele Räume mit gar nichts hier, muss ich sagen. Okay, ach, hier sind weiter... Hä? Ausgrabung? Ja. Doch, da waren ja... Genau, deswegen sind wir ja hier, ne? Archaeological Dig at the Louvre. Louvre. Wie auch immer. Ah, the Archaeological Dig. Okay. Jetzt sind wir also tatsächlich hier. Ja, und wahrscheinlich wäre das dann ein Goodie-Raum gewesen, da wo wir nicht... strong enough waren, aber wie gesagt, ich mag es gerne, die Dinge mitzunehmen, wenn sie auf dem Weg liegen, aber wenn ich nochmal durch zwei Räume mit Lasern durch muss, dann sage ich nein, danke. Aber krass, die sagen jetzt wirklich, dass es hier alles unter dem Louvre ist, ne? Dass es noch so tief runter geht und sie hier noch irgendwas finden, genau unterm Louvre. Oder ist hier mit den, ja. Hey, vous, plus un geste! Ja, plus un geste. Du mich auch. Ja, also ein bisschen unrealistisch, dass das direkt hier unterm Louvre sein soll, mit, ja, mit den Obscura Paintings irgendwas zu tun hat. Ich habe schon wieder vergessen. So. Danke für deine Waffe. Was haben wir hier? Oh oh, was macht das? Das startet erstmal die Lichter. Okay, und dann müssen wir dahin und noch einmal einen Hebel ziehen. Okay. Also wir starten jetzt die ganze Operation hier einfach. Das Ganze, was sonst tagsüber wahrscheinlich hier passiert. On bouge plus. Ja, genau. Bin ganz deiner Meinung. So, das war der Container. Was ist hier so? Können wir da durch? Soll ich da durch? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich bleib mal lieber hier. Und der Generator da, oder was da steht, sieht auch interessant aus. Naja. Gut, hast du irgendwie was fallen lassen? Ja. Können wir hier an den Computern irgendwas machen? Auch so schön, wie fett diese Computer teilweise sind. Oder es sind halt einfach so Boxen, so... Ja, hat sich der Designer gedacht, ach komm, wir machen einfach Quader und stellen die da so hin. Und dann machen wir ein paar Knöpfe drauf und dann sieht es aus wie ein Laptop. Oh, da ist was ausgedruckt, was Interessantes. Wenn du dich nochmal umdrehst. Danke. Ja, dann nimm es, bitte. Danke. Was ist das? Kann ich das angucken? Second Ancient Symbol Tracing. Print out of Symbol Tracing. Aha, okay. Ich bin gespannt, was wir mit den ganzen Sachen aus unserem Inventar später noch machen. Auch so mit der Platte und... A terminal. Let's see what we've got here. Okay. The Nephilim Race. It says here that the Nephilim were the hybrid offspring of angels and humans. They were thought to be able to change their physical appearance
and flourished in Turkey in early biblical times. Now extinct. Well, you can't win them all. Now extinct, okay. Wer weiß, ob das so wahr ist. Okay, da ist irgendwas, aber da macht sie nichts, da macht sie auch nichts. Okay, dann gehen wir erstmal wieder. So, hier hinten ist jetzt nichts mehr, ne? Da kommen wir sicher auch nicht so rüber. Nee, glaube ich nicht. Ich habe aber was gehört. Du stehst auch einfach so vor mir, ne? Ist ein bisschen dumm von dir. Hast du eine Waffe? Nein. Okay, gut, dann können wir jetzt, können wir hier durch? Nee, können wir nicht. Wie ist es jetzt auf der anderen Seite? Und wie ist es hier? Da können wir runter. Okay, aber lass mich erstmal gucken, ob ich hier... Da war doch auch eine Tür, ne? Ob ich da irgendwie durchkomme jetzt. Nee, okay, dann muss ich wohl runter. Oder durch die andere Tür. Aber ich glaube, ich sollte erstmal hier bleiben. Okay, so, das heißt, wir können jetzt hier so rüber. Huch. Und hier weiter runter. Ich gehe mal ganz nach unten, ne? Schau mir das so an. Ich hoffe, das ist richtig. Da unten ist auf jeden Fall jemand. Oder ich hätte... Ich warte. Ich gehe doch durch die Tür und gucke, ob da irgendwie, ob es dann noch weitergeht oder ob es schon zu weit ist. Weil bevor ich jetzt den ganzen Weg hier runter und wieder hochgehe, ja, wir versuchen mal ein bisschen schlau zu sein. Ein kleines bisschen. Okay, gut, dann schauen wir nochmal. Wahrscheinlich kann sie die Tür noch nicht öffnen. Und dann weiß ich, dass ich wirklich runter muss. Okay, geht doch. Geht doch. Ach, hier ist das Ding, das wir gesehen haben mit dem Hebel. Okay. Ich drück einfach mal, ne? Ja, drück, zieh. Da ist was. Ja gut, oder? Ist das toll? Ist das was Gutes? Ich weiß nicht. Wir speichern nochmal. Ich weiß nämlich nicht, wo ich das Ding hinführen soll. Hat das jetzt was mit dem anderen zu tun oder nicht? Weil ich meine, ich kann das, ich kann das überall hier hinfahren lassen. Nee, weißt du was? Dann gehen wir doch erst nach unten. Die Tür schiebt uns einfach so weg. Ich jumpe einfach. Das tut nicht so weh. Hier nehme ich aber die Leiter. Ja komm, jetzt kannst du runter. Danke. So, da muss ich wieder hoch, dann kann ich meine Waffe nicht zücken. So, jetzt hast du deine Waffe aber wieder, das ist schön. Kannst du da so rüberspringen? Oder hoch? Oder halt so. So kannst du es auch machen. Das hat funktioniert, okay. So, dann starten wir die Kamera nochmal. Und dann machen wir noch ein paar Minuten weiter. Zumindest möchte ich den Typen noch erledigen. Ja, ich sehe dich. Du mich wahrscheinlich auch. Nein, 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 runter. Ich laufe einfach mal weg. Ich bin gar nicht hier. Du siehst mich nicht. Nee, warte. Ich will nicht wieder hoch, glaube ich. Ich möchte runter. Au. Hallo.
Hallo, ich möchte meine Waffe zücken. So. Was können wir hier unten machen? Gar nichts. Was ist hier so drumherum? Gar nichts. Da kann ich nicht weiter. Okay. Und sonst, dann muss ich da rein, ja? Okay. Ist das ein... Was ist das? Ein Aufzug, ne? So eine Plattform. Okay. Ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt hier machen muss. Ich kann da ja nochmal hochgehen, dann gleich. Da. Aber das, ja, das bringt mich nur wieder ganz nach oben, glaube ich. Okay, vielleicht muss ich dann wirklich später erst wieder hier runter. Vielleicht, I don't know. Vielleicht muss ich dann im anderen Raum wirklich erst was Interessantes am Boden finden. Das dann ausgraben. Und dann weggehen. Oder ja, dann vielleicht habe ich dann meine Mission erfüllt. So. Und von hier kamen wir jetzt wie nochmal hoch. Ach so, ich muss da hinten hin, glaube ich, dann. Ja. Okay, ich muss auf die andere Seite. So, so. Vielleicht, ach so, da sollte ich hin, ne? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn dorthin? Das ist eine interessante Frage. Ja. Ja, das war doch klar. Es war doch klar, dass ich dagegen falle. Ich muss weiter hinten stehen. Okay, aber da muss ich irgendwie hin. Zu dem Ding. Huh. Okay. Spring bitte von hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das funktioniert. So, da ist eine kleine Treppe, da ist eine große Treppe, Leiter. Ich gehe die große Leiter mal hoch, wenn Madame sich bequemt. Wie muss ich da hoch? Doch von der anderen Seite. Vielleicht kann ich dann da hinten drüber springen und das bringt irgendwas. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht, ne? Aber hier ist das... Gitter davor. Okay, ich bin mir nicht sicher, wie ich denn da drüber komme. Ich meine, ich kann probieren, von hier drüber zu springen. Aber ich glaube fast, das ist keine gute Idee. Okay, so irgendwie, ne? Ja, das lief ja schon super gut. Nee, du musst früher abspringen, wenn überhaupt, Lara. Nein, was macht sie denn? Hallo, ich habe gesagt, du sollst laufen und dann da drüber. Oh, fast. Fast. Okay. Ich glaube, ich probiere es nochmal, ob das funktionieren könnte. Weil ich meine, irgendwie muss ich da hinkommen.
Ja, wenn ich versuche, direkt da drauf zu springen, ohne auf die andere Plattform zu kommen, vielleicht geht's dann. Ja, komm, du musst schon noch mal ein bisschen hier hin. Dann so ein bisschen weiter nach rechts irgendwie. Oh. Oho. Wir haben es geschafft. Das hätte ich irgendwie doch nicht erwartet. Ich dachte, wir müssen vielleicht einen anderen Weg gehen. Ja gut, und jetzt könnte ich einfach darüber, ne? Oder halt auch nicht, wenn ich nicht genug Anlauf habe. Oder, ja, ich weiß nicht, ob du so. Huch. Was? Ach so. Ach so, du willst darüber. Okay, ja gut, dann machen Sie, machen Sie. So funktioniert das also. Oh, das wird knapp. Das wird ein wenig knapp von der Zeit und wir schaffen es nicht. Oh Gott, da kam der Schrei noch. So, aber wenn ich jetzt. Warte. Nein. Ich wollte nur nach vorne springen. Aber gut, vielleicht machen wir das wirklich nicht. Vielleicht machen wir es wirklich so. Was mache ich denn auf der anderen Seite? Ist das besser? I don't know. Vor allem ist es wieder ganz schön knapp, aber sie können es schaffen. Ja, sie schafft es, glaube ich. Okay. Wir speichern mal hier. Und dann ist hier jetzt ja nur diese Plattform nach unten, ne? Aber ich möchte dahin. Nein, nein, du sollst. Das ist das Problem, ne? Sie möchte da nicht so gerne hin. Sie möchte lieber hier das mit ihren Armen ein bisschen, ihre Arme auspowern. Komm, Lara. Vielleicht muss ich denn wirklich den Anlauf nehmen. Da fällt sie aber dagegen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal werden wir diese archäologische Ausgrabung näher in Augenschein nehmen und gucken, was es mit diesen Ringen auf sich hat und ob wir überhaupt einen Plan haben, ja, was hier zu tun ist. Denn ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. Aber das gucken wir in der nächsten Folge. Bis dann.